Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Jetzt ist es erstmal wichtig, die Barrage zu vermeiden und neue Energie dafür zu gewinnen. Deshalb habe ich Murat Yakin und Marco Otero bis zum 27. Mai in die Ferien geschickt. Erst danach werden wir über die Zukunft reden. Jetzt muss ich mich auf die Mannschaft konzentrieren und alles dafür tun, den Abstieg zu verhindern. Genau im Wallis, der Murat Yakin ist als Trainer vom FC Sion beurlaubt worden. Das ist später in der Sendung Thema. Grüß euch miteinander. Schön, habt ihr eingeschaltet. Anfangen tun wir aber die Sendung zuerst mit dem Showdown auf der Maladier. Was ich mit Showdown meine, schaut selber. Morgen spielt nämlich Xamax gegen FCZ. Der FCZ hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Barrageplatz. Es wird also vier Runden vor Schluss so richtig spannend. Ich freue mich heute natürlich sehr auf unsere beiden Experten, auf Philipp Montado und auf Benny Lüthi. Ich habe es vorhin gesagt, es wird vier Runden vor Schluss so richtig spannend. Der FCZ darf morgen auf keinen Fall verlieren, sonst bekommen sie Probleme mit dem Barrageplatz. Traust du ihnen einen Sieg zu morgen? Ja, möglich ist es sicher, aber sie müssen anders auftreten als in den letzten Spielen. Ganz klar. Sie müssen sicher effizienter werden. Ich glaube, die wenigen Chancen, die sie werden bekommen, müssen es klar effizienter nutzen. Und auch hinten sind es momentan nicht so schlecht. Aber ich glaube, das ist, der Schlüssel ist vorne. Ja, jetzt war ich nur der FCZ erwähnt mit 37 Punkten. Auch Sio hat 37 Punkte. Die müssen also aufpassen. Wenn du so auf die letzten beiden Spiele von diesen beiden Mannschaften schaust, welche Mannschaft macht dir solider, der gefestigter Eindruck? Ja, von gefestigt kann man auch nicht reden. Es sind beide so im Schwimmen, denke ich mir. Wenn man es jetzt analysieren will, ist vielleicht der FCZ, der die letzte Begegnung gegen Sion gewonnen hat. Das ist vielleicht der einzige Vorteil, den ich jetzt beim FCZ sehe, zwischen diesen zwei Mannschaften. Ja, wir reden dann nachher noch ausführlicher über Xamax gegen FCZ. Aber natürlich kommen auch die anderen Fans heute im Kickoff auf ihre Kosten. Wir schauen jetzt schnell auf die Runde 33 und auf die Themen, die wir darüber reden. Zum einen Thun gegen Lugano. Da werden wir heute die Defensive von Lugano thematisieren. IB Basel. Das wird die Göpp-Vorbereitung für den FC Basel. Da könnte die GC am Wochenende definitiv absteigen. Und bei St. Gallen gegen Sion, da sind eben beide Mannschaften zwingend auf Punkte angewiesen. Ja, Xamax gegen FCZ. Ganz, ganz ein spannendes Spiel, das uns morgen auf der Maladier erwartet. Bei Xamax sind jetzt zwei sehr wichtige Spieler gesperrt. Zum einen der Rafael Nuzzolo im Sturm vorne und der Igor Djuric in der Innenverteidigung. Wie gross ist da der Qualitätsverlust, den der Stefan Anschon morgen verkraften muss? Also gerade was den Nuzzolo betrifft, ist für mich so die offensive Lebensversicherung von Xamax, die fehlt. Die muss kompensiert werden. Das ist extrem schwierig zu kompensieren für den Stefan Anschon. Ich glaube, defensiv der Ausfall von Djuric ist eher verkraftbar, weil sie dort doch die eine oder andere Möglichkeit haben, ihn adäquat zu ersetzen. Aber der Schlüssel wird sein, wie die andere, die Gesamtmannschaft auf den Ausfall von Nuzzolo reagieren wird. Ja, über das wollen wir noch ein bisschen genauer reden. Es ist nämlich in dieser Saison erst einmal vorgekommen, dass der Rafael Nuzzolo nicht in der Startelf von Xamax gestanden ist. Wir haben mal drei Varianten herausgesucht, wie Xamax morgen könnte spielen. Zum einen eine Variante, die sehr ähnlich ist, wie sie gegen IB gewonnen haben im April. Ademi und Pululu im Sturm vorne. Dort würde Kemal Ademi den Rafael Nuzzolo 1:1 ersetzen. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann haben wir eine weitere, wo wir den Ademi alleine im Sturm vorne gesehen, wird dort unterstützt vom Trea, Pululu und Ramisi, sehr ähnlich wie sie gegen GC gespielt haben. Und die dritte Variante, die wir noch haben, ähnlich wie zuletzt gegen FC Thun, da würde der Kemal Ademi zuerst auf der Bank sein, der Ramisi und der Pululu wären zusammen im Sturm vorne. Was sagt euer Gefühl? Der Kemal Ademi hat die letzten drei Treffer als Joker geschossen. Wird Stefan Anschon ihn morgen in die Startelf nehmen oder zuerst mal auf der Bank lassen und nachher vielleicht als Joker bringen? Ich habe das Gefühl, von Anfang an. Wir haben wirklich eine Aufstellung gefunden, die funktioniert. Jetzt geht einer. Einer geht raus, der Nuzzolo, ein wichtiger Spieler. Jetzt tut man 1:1 ersetzen. Und man hat auch eben die Chance mit dem langen Ball, mit der körperlichen Präsenz, und mit dem Pulu, mit der Geschwindigkeit. Ich habe das Gefühl, 1:1 Ersetzung macht hier jetzt für mich am meisten Sinn. Siehst du es gleich? Würdest du auch als Startelf nehmen?
Ich würde nicht Startelf nehmen, wie es Benni für mich auch richtig andeutet. Es sind zwei ganz unterschiedliche Stürmertypen und das kann auch eine interessante Mischung sein dort vorne mit dem Pululu und mit dem Ademi. Und der Stefan Oscho ist für mich eher ein konservativer Trainer und ich denke, er wird die Mannschaft nicht zu fest umrütteln vom System her und wird er einen 1-1-Wechsel vorne. Das Duo Ademi und Pululu haben wir so noch nie in der Startelf gesehen. Wir kennen eigentlich das Duo Ademi und Nuzzolo. Was bringen die beiden vielleicht eben auch als Duo für die Qualitäten mit? Ich habe es vorhin gesagt, dass das Verlängern vom langen Ball ist unglaublich schwierig für eine Verteidigung, dass wir können antizipieren und der Pululu mit seiner Geschwindigkeit. Und auch für den Gegner ist die Kombination jetzt noch nie gegeben, also kann man sie nicht beobachten. Also für das ist auch schwierig zum Einstellen als FCZ. Von dem her ist es für mich die Qualität, die zwei jetzt auf den Platz bringen. Ist das ein grosser Vorteil, dass man es nicht so einschätzen kann, was einem erwartet? Es kann ein Vorteil sein, aber es ist natürlich auch wieder die Frage, wie gespielt sind die zwei miteinander oder die ganze Mannschaft mit diesen zwei und wie das Spielsystem ausgerichtet ist. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass man einen Spieler hat wie Nuzzolo, der auch eher den Ball in die Füße will, vielleicht mal in die Tiefe will. Und jetzt haben wir auch einen Spieler mit dem Ademi, wo man ein adäquates Mittel hat, über die Aussen kommen, mit Kopfballstärke, mit Verlängerungen, dass man vielleicht einen langen Ball einstreuen kann. Man ist ein bisschen unberechenbarer. Aber auf der anderen Seite ist, wie eingespielt sind die zwei, dass die Laufwege natürlich dementsprechend auch funktionieren. Traut ihr ihnen das zu, dass sie eingespielt sind, dass sie das herbringen? So? Ja, absolut. Also, die Mannschaft funktioniert und wie gesagt, sie kennen sich aus dem Training aus und ich glaube, die werden gut harmonieren. Ja, weiterer Ausfall bei Xamax ist der Igor Djuric in der Innenverteidigung. Der Stefan Ascha hat da zwei Möglichkeiten, zwei Spieler, wo er darauf zurückgreifen könnte. Der eine ist der Michael Santana, 27, der andere der Arbenit Cemaili, 21. Der Michael Santana hat erst drei Einsätze für Xamax gehabt, seit Anfang März nie im Kader gewesen, noch kein Spiel gegen FCZ bestritten. Der Arbenit Cemaili 16 Einsätze für Xamax, die letzten drei Spiele auf der Bank und hat die Jugendzeit beim FCZ absolviert. Sie haben schon mal gegen FCZ auswärts mit dem Arbenit Cemaili gespielt in der Innenverteidigung. Er ist FCZ Junior. Ist das noch ein Vorteil, dass er doppelt motiviert könnte sein, gegen FCZ zu zeigen, was er kann? Das ist sicher die eine Sicht der eine Grund. Der andere Grund ist sicher auch, er war immer auf der Bank gewesen. Er kennt das Feeling. Unser erster Spieler war einfach nie auf der Bank. Also zusammen ist die Wahl ist für mich klar. Auch mit der FCZ-Vergangenheit. Der Jungspieler auch mal ins kalte Wasser hineinschießen. Jetzt in so einem wichtigen Spiel ist wertvoll für einen Spieler, aber sicher auch für einen Verein, dass dort das Vertrauen ausgesprochen wird an einen jungen Spieler. Die Übermotivation, ein grosses Thema. Will ich nicht sagen. Ich glaube, es geht um die Sache. Und Xamax merkt jetzt, wir können jetzt wirklich einen Step machen, wirklich über den Strich können zu kommen. Und die werden ihn mitreißen. Sie haben genug Erfahrung in der Mannschaft drin. Und über Motivation gibt es für mich in dem Sinne nicht. Also, es gibt das positive Gefühl ins Spiel hineingehen. Man weiß, man kann etwas Positives bewirken. Und er soll sich auf seine eigene Mannschaft konzentrieren können. Beim FCZ haben wir zuletzt immer wieder über die fehlenden Goal geredet, dass sie zu wenig Torchancen rausspielen. Jetzt ist morgen auch noch der Steven Odey gesperrt. Wird schon fast ein bisschen zu einer Mission Impossible, dass sie da zu Torchancen kommen? Ja, vor allem, weil man die innere Freiheit nicht hat. Man ist angespannt, alle Leute davon, eben der FCZ, auf dem Barrageplatz gelegen. Und das ist nicht gut für die offensive Kreativität. Und das braucht es, für Chancen zu kreieren, für frei zu sein auf dem Platz. Und dann fehlt noch wichtiger Spieler. Also, es sieht schwer aus, oder es sieht nicht gut aus. Aber wenn man auch so irgendwie in der Not ist, kommen vielleicht so Momente von der Kreativität gleich aus der Angst raus. Was ist mit dem Kasei, den man vor U21 von eBay geholt hat? Er hat zwar Anfang zwei kurze Einsätze für den FCZ gehabt. Wäre er vielleicht noch so einen positiven, kreativen Spieler, den man bringen könnte? Oder ja, für eine Überraschung sorgen? Es spricht natürlich auch für die Situation, dass er in dieser personell ausdünnten Mannschaft, vor allem gerade im Offensivbereich des FCZ, zwei Einsätze gehabt hat. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er der Heilsbringer ist für den FCZ. Und, ich glaube, da müssen andere Presse springen. Vielleicht einen Khelifi wieder mal bringen, eher aus der zweiten Reihe. Ein Marquesano wieder dort ist, ein Cololli, der zwar sich in der Rückrunde schwer hat mit Einsätzen, weil er immer wieder mal angeschlagen war. Aber das sind so Spiele, die jetzt auf den Punkt X für die FCZ parat sein. Und wie ich gesagt habe am Anfang, der Schlüssel liegt bei Zürich, dass die Goal wieder, dass die Leute haben, die Goal schiessen können. Und da, ja,
Da müssen sie doch ja, über Bücher, wer es kann übernehmen kann. Xamax hat im März gegen FCZ auswärts 1-2 verloren. Hast du das Gefühl, es könnte wieder ein ähnliches Resultat geben? Oder hat Xamax da doch noch eine Schippe draufgelegt? Das ist eine ganz lange Ausgangslage. Also eben, Xamax kommt wirklich aus einem Hoch raus. Sie haben wirklich Stabilität gefunden. So ein High im Moment gibt es einen Flow. Und der FCZ ist doch sehr in einem Tief drin, würde ich sagen. Völlig eine andere Ausgangslage. Und ich tippe eher auf Xamax oder auf einen Unentschieden. Ja, die ganz grosse Schlagzeile unter der Woche war sicherlich, dass der Murat Yakin als Trainer vom FC Sion beurlaubt wurde. Jetzt will der Präsident, der Christian Constantin, sein FC Sion wieder dort herbringen, wo er eigentlich hergehört. Wir müssen die Spieler wieder auf ihren angestammten Positionen spielen lassen. Wir haben schon nach dem Xamax-Match damit begonnen, das zu diskutieren. Ich habe gesagt, setze Ulrikis als Nummer 9 ein. Das hat uns dann eine gute Serie eingebracht mit 10 Punkten aus 4 Spielen. Jetzt muss ich mit Christian Zermatten und Sebastian Bischard die Aufstellung definieren, so wie wir es für richtig halten. Ja, der Christian Constantin sagt, jetzt müssen wir die Aufstellung herbringen, dass wir wieder gewinnen. Man merkt, er will jetzt eigentlich das Zepter übernehmen. Zu Recht? Oder sollte er das doch jetzt dem Interimstrainer überlassen? Ja, schlussendlich hast du deine Fachleute und für das ist du berufsbezeichnet bei Trainern mit einer gewissen Ausbildung und mit dem Know-how, das du mitbringst. Und klar, er ist ein Fußballliebhaber. Er ist dort, er lebt das, er zelebriert das wie fast kein Zweiter, sage ich jetzt einmal. Aber ich denke, es ist wichtig, in einer Führungsposition, wo er ist, dass man einfach wirklich seine Leute positioniert und dementsprechend arbeiten lässt. Und wir wissen, er nimmt immer wieder gerne Einfluss. Ich würde sagen, lass deine Trainer, deinen Staff arbeiten, die wissen schon, was das geht. Braucht ihr das ein bisschen? Ja, ich bin der gleichen Meinung. Ähnlich wäre es normal, wäre es so, wie du gesagt hast. Aber in Sion gelten auch andere Gesetze. Und er ist dort, wo es Finanzielle gibt. Also nimmt er sich auch relativ viel raus. Und das darf er irgendwie auch. Er muss ja dann auch damit leben, wenn es nicht funktioniert. Und jetzt ist man wieder an dem gleichen Punkt wie auch schon, einfach so in einer anderen Form. Und jetzt muss man die Lehre daraus ziehen. Und jetzt für eine ganze Mannschaft eine neue Einstellung, einen neuen Trainer, das finde ich wahnsinnig schwierig, neue Positionen. Also darum, ich bin gespannt, ob es das auszahlt, die Handlung, jetzt, die er gemacht hat. Er sagt auch ganz klar, wir müssen jetzt den FC Sion dort herbringen, wo er eigentlich hergehört. Von was redet er da? Das frage ich mich auch. Also, Sion war in den letzten Jahren immer wieder ein Wundertüte. Man hat immer davon geredet, ja, sie haben eine gute Mannschaft, sie haben gute Einzelspieler. Aber sie haben es nie irgendwie dort angebracht, wo der Christian Constantin seine Mannschaft vielleicht würde sehen. Und das ist, sieht er sich sicher unter den ersten drei. Sie haben immer wieder mal Nadelstiche gesetzt, dass sie den Cup geholt haben. Sie sind in der Meisterschaft immer wieder mal näher dran, dann gehen sie wieder runter. Es fehlt ein bisschen. Er sieht sicher nicht oben, aber der Schritt, dass sie machen können, dort oben. Ich wollte sagen, wie viele fehlt, dass sie auf den dritten Platz kommen könnten? Auf den dritten Platz fehlt nicht viel, aber es fehlt, dass der Anschluss zu IB Basel ein bisschen verringern könnte. Da fehlt ihnen sehr viel. Sagen wir noch, die Beurlaubung von Murat Yakin interessiert mich eure Meinung auch sehr. Immer wenn der Christian Constantin einen Entscheid macht, kommt sofort Kritik, weil es heisst, oh, jetzt tut er wieder überreagieren. Hat er in diesem Fall tatsächlich überreagiert? Also, dass es nicht geht, aber der Fakt, dass der Trainer nicht im Hotel ist, finde ich auch überreagiert, finde ich schon, weil es hat wie ich es vorhin gesagt habe, wird alles ein durcheinander gewirbelt. Und der Muri hat dort taktisch gesehen, etwas aufgestellt gehabt. Eine andere Aktion hätte ich jetzt dort besser gefunden. Aber der Constantin ist konsequent, das hat auch seinen Wert und hat das so entschieden. Ich hätte es anders gemacht. Findest du es so okay, dass er sagt, nein, das geht nicht so? Also ich verstehe ihn dadurch als Monsieur Constantin zu 100%, wenn er sagt, ich kann trainieren, ich habe so das Vertrauen in ihn gesteckt. Und wenn die Situation wirklich so war, wie es jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit zementiert worden ist, dann ist es auch ein No-Go. Also ein Trainer darf sich in dem Sinne nicht von der Mannschaft distanzieren. Und da kann man sich, glaube ich, in Constantin hineinversetzen, dass er das nicht tolerieren kann. Und ich glaube, er ist persönlich in dem Sinn gekränkt und für mich nachvollziehbar, dass er so in der persönlichen Enttäuschung reagiert hat.
ganz ehrlich. Ja, jetzt muss man das sicherlich möglichst schnell mal abhaken und sich auf das Spiel vom Sonntag konzentrieren, weil dort spielt ja der FC Sion auswärts im Kibun Park gegen FC St. Gallen. Jetzt spielt es natürlich, wenn man auf den Barrageplatz schaut, auch sehr eine grosse Rolle, wie das Restprogramm von diesen beiden Mannschaften aussieht. Das ist noch spannend. Sion hat jetzt eben St. Gallen als Gegner, dann Xamax, KC und der FC Thun. St. Gallen hat Lugano, IB und der FCZ. Welches Programm findet ihr das Schwierigere? Ich sicher das von St. Gallen. Also, eben Lugano ist in einem Hoch, IB ist Meister und hat Ambitionen, viele Punkte zu machen. Und der FCZ ist unter Zugzwang. Also, wenn es schwierig ist, dann das vom FC St. Gallen. Und es ist schon spannend, wenn man schaut, St. Gallen in letzter Runde gegen FCZ. Also, es kann unter Umständen wirklich bis zur 36. Runde unglaublich spannend sein. Das wird es auch bleiben. Also so viele Mannschaften, die involviert sind in dem Ganzen, mit verschiedenen Tendenzen, auch spielen, wird es für uns als neutrale Beobachter vom Fußball wird es extrem spannend bleiben in der Schweiz. Die Barrage ist, kann man schon sagen, ist eine extreme Bereicherung rein für den Konsumenten. Und da wird es vielleicht sogar auf das Spiel rauslaufen, FCZ St. Gallen. Für uns als Zuschauer top, für die Mannschaften eher ein bisschen schwieriger. Ja, das nächste Spiel, das wir darüber reden wollen, ist FC Thun gegen FC Lugano. Da haben wir letzten Freitag beim FC Lugano über die Offensive geredet. Jetzt heute wollen wir die Defensive mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Oder besser gesagt, unser Taktikfuchs, der Markus Frey, der macht das, der ist da ein bisschen auf Spurensuche gegangen. Die Stachserie vom FC Lugano ist vor allem Erfolg von der sehr guten Abwehrleistung. Sie haben in den letzten 10 Spielen nur 6 Gegengol bekommen und 5x0 gespielt. Lugano spielt extrem kompakt in der Defensive. Alle 10 Feldspieler machen den Raum sehr eng. Im Zweikampf sind sie aggressiv und dann spielen sie ruhig nach vorn. Sie verlieren an der Mittellinie den Ball. Entscheidend ist aber, dass sie auch nach dem Ballverlust die gefährlichen Räume immer noch gut besetzt haben und der Gegner nicht profitieren von dem Fehler. Das zeugt von grosser taktischer Disziplin. Auch in dieser Szene verteidigen wieder alle 10 Feldspieler auf engstem Raum. Der Pass in Richtung Strafraum wird kompromisslos weggeschlagen. Und dann sehen wir, wie der Botani sehr aggressiv im Zweikampf ist und auch nachsetzen tut. Das ist extrem unangenehm für jeden Gegner. Auch in diesem Spiel verteidigen alle 10 Feldspieler in der eigenen Hälfte. Dann spielt den St. Galler einen verhängnisvollen Querpass. Lugano gönnt den Ball und dann geht es sofort vorwärts mit den 3 sehr schnellen Stürmern. Es entsteht so eine 3 gegen 2 Überzahlsituation, die sie aber nicht ausnutzen können. Das war im Ansatz sehr gut, nur der krönende Abschluss hat gefehlt. Fazit: Der FC Lugano hat eine sehr starke und kompakte Abwehr und kann hervorragend kontern. Die englischen Buchmacher würden sie auf Platz 3 setzen am Ende der Saison und ich auch. Der FC Lugano gehöre auf den dritten Platz, wenn dort nicht schon Sion ist. Teilt ihr die Meinung? Ist eher schwierig zu sagen bei dieser Tabelle, aber sie sind sicher extrem stabil geworden. Also der Trainer hat sich wirklich erarbeitet, in Ruhe zu arbeiten vom Präsidenten aus. Und das merkt man so, seine Handschrift ist zu erkennen. Mit der Stabilität, aber mit der Offensive sind wirklich sehr, sehr gute Momente für mich. Markus Frey hat über die Defensive des FC Lugano geredet. Du als ehemaliger Verteidiger, was gefällt dir in dieser Defensive? Was machen sie besonders gut? Ja, was der Markus auch schlussendlich auch gesagt hat, also sind viele Komponenten. Für mich hat Mihat Maric hat eine gewisse Leaderrolle übernommen. Hinter hat ist zurückgekommen von Belgien, hat lange nicht gespielt, hat dort auch eine Leaderrolle gehabt. Und mit seiner Routine, die er in die Mannschaft hineinbringt, auch die Konstanz im System, mit dem Fulvio Sulmoni, mit dem D'Aprella, die gut zusammenspielen, die
gewisse Qualität mitbringen, aber auch gewisse Erfahrung mitbringen, die das mal in der Dreierkette gut zusammenhalten. Dann hast du noch mit dem Sabatini, mit dem Meschet vorne zwei defensive Mittelfeldspieler, die sehr positionstreu spielen. Also sie gehen nicht gross aus ihren Positionen weg. Und dann hast du mal das ganze Zentrum sehr, sehr gut abgesichert. Dann hast du andere Komponenten, ein Gärmt, der sehr stark auch defensiv arbeitet, nicht nur offensiv, sehr lauffreudig ist, nach hinten immer gut arbeitet. Das sind so die Exponenten, die einfach die ganze Mannschaft sehr kompakt wirken und spielen lässt. Von wem ist das der Verdienst, dass es so gut harmoniert beim FC Lugano? Für mich eben vom Trainer. Also das ist für mich dort eben der Baustein, der das alles erkennt, eben die Leute am richtigen Ort einsetzen, die Leute den richtigen Zuspruch machen und auch die richtige Taktik zu machen. Und dort hat er, wie schon in Lausanne, hat er jetzt in Lugano einen Weg gefunden, um dort etwas zu wachsen. Und ich bin Fan von seiner Arbeit. Jetzt spielt der FC Lugano in Stockholm Arena gegen FC Thun. Wie schaffst du es als FC Thun, der zuletzt grosse Mühe hatte, zu Goalchancen zu kommen, eben die Defensive zu knacken? In den letzten vier Spielen haben sie nur 2 Goal geschossen. Gut, der Schlüssel wird sein gegen eine Mannschaft wie Lugano, die in der Zentrale sehr massiert ist, gerade eine 3er Abwehrkette, wo klar in Defensiven auch zu einer 5er Abwehrkette immer umfunktioniert wird, sind sicher die Flügel. Und dort tut sich Thun gut daran, wenn sie mehr über die Flügel kommen, weil durch das Zentrum durch sind sie sehr, sehr massiert, auch zweikampfstark, wie wir gesehen haben. Und dort müssen sie es wir das Glück versuchen. Wie entscheidend wird der Spielverlauf sein beim FC Thun, der wahrscheinlich im Moment nicht das beste Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen hat, das früh das Gegengoal bekommen? Ich glaube, es wird sehr wichtig sein. Ich habe das Gefühl, sie müssen wirklich sehr stabil sein am Anfang. Aber wirklich so wie der Vorrunde oder wie Anfangs Rückrunde, die Stabilität hinten. Und auch vorne, das Trio vorne mit dem Tosetti, mit dem Spielmann und mit dem Sorgic, wird dann warm und dann so aus einer stabilen Defensive raus können agieren. Und das ist sehe ich als Weg für FC Thun. Also sicherlich auch ein sehr spannendes Spiel, das uns da morgen in Stockholm Arena erwartet. Jetzt haben wir über 2 Spiele noch nicht geredet. Wir werfen noch mal einen Blick auf die 33. Runde, wo ihr natürlich alle Spiele wie immer auf Teleclub schauen könnt. IB Basel, sicherlich auch sehr spannend. Und Luzern gegen GC. Bei IB gegen Basel, da war es ja im September so, dass der FC Basel zu Bern im Stade de Suisse den 1:7 Klatschen kassiert hat. Die Basler sind dann von IB regelrecht vorgeführt worden. Jetzt ist in der Zwischenzeit aber sehr viel passiert beim FC Basel. 2019 noch ungeschlagen. Inwiefern kann man die Mannschaft von denen vom September noch mit der heutigen Mannschaft vom FC Basel vergleichen? In keinster Weise. Also die haben jetzt sehr viel Stabilität gewonnen, sehr viel Selbstbewusstsein auch wieder gewonnen. Und auf der anderen Seite IB, wo ihre Soll eigentlich erfüllt haben. Klar, sie haben interne Ziele haben sich natürlich noch gesteckt und steckt viel Prestige in dieser Partie. Aber ich denke, grundsätzlich sind das ganz zwei verschiedene Mannschaften vom letzten Herbst zu jetzt. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf das Spiel, weil das wird ein Fußball-Leckerbissen werden auf Schweizer Top-Niveau mit einer schönen Kulisse, wo wir uns sicher auf ein Offensivspektakel freuen können. Könnte Basel aktuell mit dem Kader, den sie haben, eBay sogar im Meisterrennen Paroli bieten? Ja, man sieht es ja. Also sie holen Punkte und ich habe die Hoffnung für nächste Saison, dass das wieder ein bisschen annähert, dass wir da einen Zweikampf erleben nächste Saison. Doch, ich sehe dort nicht ebenbürtig, ich bin immer noch vor, aber Basel hat extreme Fortschritte gemacht und auch extrem viel Ruhe gewonnen im Verein. Der FCB wird am 19. Mai in Bern im Stade de Suisse der Cupfinal gegen FC Thun spielen. Inwiefern werden die Spieler jetzt am Sonntag schon den Cupfinal im Kopf haben, wenn sie dort einlaufen? Es geht ja darum, jetzt ein gutes Erlebnis zu haben. Noch vor dem Cup? Ich glaube, das ist nicht matchentscheidend. Es geht darum, wirklich um das Spiel, um den Fokus. Und dort geht es um sehr viel Prestige. Und klar schwebt der Cup-Final irgendwo durch in den Köpfen. Aber ich glaube, auf das Spiel hat das keinen Einfluss. Kommen wir noch zum Spiel zwischen FC Luzern und GC. Dort sicherlich GC im Fokus, wenn jetzt der Abstieg an diesem Wochenende in die Challenge League tatsächlich wahr wird. Was würde das für den Schweizer Fußball bedeuten oder für den Zürcher Fußball auch? Sicher mal einen herben Schlag, aber vielleicht auch eine Chance. Vielleicht auch mal wieder ein Reset und wieder Anlauf holen und dann wieder zu alter Stärke finden. Aber es ist schon wahnsinnig, dass nach so vielen Jahren GC jetzt muss absteigen. Das ist mehr oder weniger Fakt. Es könnte sogar schon sein, dass schon am Samstag am Abend klar ist, dass GC in die Challenge League muss. Wie spielst du dann am Sonntag drauf?
Seien wir mal ehrlich, sie sind klar rechnen schon nicht abgestiegen, aber sie sind abgestiegen. Also müssen wir ganz klar die Fakten anschauen. Klar, trittst dann würdest du dann anders auftreten, oder? Aber ich glaube, der Fokus ist schon gerichtet auch vom Trainerteam auf die neue Saison. Wer ist eigentlich prädestiniert jetzt wieder, um die Mannschaft eigentlich wieder weiterzubringen, um auf Deutsch gesagt wieder in die Super League können zu bringen. Und da spielt jeder Spieler natürlich irgendwo durch auch ein bisschen für sich um einen neuen Vertrag. Vielleicht die einzelnen Spieler haben das Potenzial, nicht müssen in die Challenge League zu gehen, sondern sich können empfehlen für Super League Mannschaften ins Ausland. Und dementsprechend werden die schon motiviert sein, weil sie sich persönliche Ziele anstecken. Wir sind am Schluss von der Sendung. Merci vielmals, dass ihr da seid. Sehr spannend gewesen mit euch. Danke. Ja, und euch daheim wünsche ich einen ganz spannenden Abend. Heute haben wir jetzt gar nicht über Servette geredet. Das könnte künftig der Fall sein, weil heute Abend haben sie nämlich ganz ein entscheidendes Spiel gegen Lausanne Sport. Es fehlt ihnen noch ein einziger Punkt und dann ist der Aufstieg in die Super League fix. Also ihr könnt das Spiel heute ab der 7:45 mit dem Studio, dort ist der Gianni Wieler bei uns auf Teleclub, schauen. Es freut uns natürlich, wenn ihr einschaltet und tschüss bis zum Wochenende in der Super League. Ade miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.